Rotzenjagd. Das damalige Skandalstück Peter Turinis erfuhr eine spannende Neuauflage in Retz. Der Autor, der im Weinviertel lebt, war persönlich bei der Premiere anwesend und voll des Lobes. 1967 haben Sie das Stück geschrieben, 1971 ist es uraufgeführt worden. Wie ist das eigentlich, wenn Sie Ihr Kind sozusagen, Ihr erstes Erfolgskind immer wieder treffen? Ich weiß gar nicht, wie oft Sie das schon in einer Premiere erlebt haben. Ich habe es vielleicht 20 oder 30 Mal gesehen. Es gibt auch ein paar Verfilmungen davon. Und inzwischen gibt es vom Haderer gezeichnet sogar eine Comicfassung davon. Aber das heute hier, diese Produktion, war eine wirkliche Überraschung, eine kleine Welturaufführung. Denn in all den sehr verschiedenen Inszenierungen in verschiedenen Ländern und zu verschiedenen Zeiten gab es nie eine Besetzung mit zwei älteren Menschen. Und dass es auch funktioniert, dieses Stück, das erstens damals von einem Jugendlichen geschrieben wurde, nämlich von mir, für Jugendliche. In meinem Stück sollen die ungefähr 20 bis 25 sein. Dass das auch funktioniert, über sozusagen die Altersgrenzen hinweg, das war die eigentliche Überraschung dieses Abends. Ist letzten Endes der Regie, aber im Wesentlichen den Schauspielern und ihr Mut zu verdanken. Noch nie eine liebende Hand auf der Brust gehabt. Schau dir das an, das ist ein Rotz. Da ist wirklich ein Rotz. Jetzt ist das ja. Was machst du denn da? Und so hast du doch, das Viecher. Zeig's das rote Feuerkreuz. Den hat's erwischt! Amen! Das ist noch einer! Wo? Na doch, da schon! Scheiße, daneben! Kommst mir vor wie der Stuart Granger. Wer? Ja. Na, der Schuhhänd, der Freund von Winnetou. Nee, nee, ich komme aus der Komödie, aber auch, ich liebe auch das Ernste. Aber in dem Fall war es wirklich eine sehr, sehr große Herausforderung, weil es auch sehr körperlich wird in dem Ganzen, weil es eine ganz andere Sprache ist. Also es ist nicht meine Sprache sozusagen, es ist sehr tiefer Slang. Aber es war eben, ja, ich wollte die Herausforderung und ich bin sehr froh, dass es offensichtlich geglückt ist. Peter Turinich hat sich sehr begeistert gerade über Sie geäußert. Was halten Sie von so einer Kritik? Ja, ich bin überglücklich darüber. Natürlich, selber kann man sie nicht beurteilen. Und wenn man so ein Feedback bekommt, das ist eigentlich das Schönste, was einem als Schauspielerin passieren kann. Noch dazu von einem Autor, vom Autor selbst, weil die ja berechtigterweise sehr kritisch das Ganze ansehen, es ist ja ihr Werk und das soll ja dann auch in ihrem Sinne auf die Bühne gebracht werden und wenn das gelingt, dann ist das schon eine besondere Freude. Ich soll schießen? Ja, das geht schon gut. Ich habe noch nie mein Leben auf meine Hand gehabt. Komm, ich zeig dir das. Den Priegel steckst gegen die Schulter. So, ja. Wachst am Lauf? Finger am Abzug. Am Lauf? Nimm's. Am Lauf nimm's. Wo ist er denn der Lauf? Jetzt zu. Schau, da hockt einer. Schieß. Schieß, du Trappe! Schieß! Lieber Gott,
Sei Ihrer Seele gnädig. Wie sind Sie eigentlich drauf gekommen, dieses Stück jetzt wieder sozusagen auszugraben? Na, ich habe es nicht ausgegraben, es wurde an mich herangetragen. Das war das Erste und ich habe es einmal gelesen und war sofort Feuer und Flamme dafür, weil ich es für sehr viel weniger alt halte, als es tatsächlich in Zahlen ist. Also es ist wahnsinnig aktuell und es ist einem klar, wenn man es liest, das erste Mal. Das ist auch eine syrische Fassung davon erschienen, beziehungsweise wird es gespielt. Also diese Aktualität, wenn man die Fernsehbilder sieht von Syrien, ist eigentlich erschreckend. Ja, das Interessante ist, dass ich habe das Bühnenbild noch ziemlich genau beschrieben, nämlich, dass das ein Schuttablageplatz in der Nähe von Wien, der damals große Schuttplatz in der Nähe von Schwechat, ist damals entstanden, dass es dort spielt. Und die Theatergruppen in verschiedenen Ländern, aber auch mit verschiedenen politischen Bezügen, haben diesen Grundplatz immer wieder verändert. Heute Abend spielt das ganze Stück in einem Plastikhaufen und das ist sehr vielsagend. Wir alle wissen, dass das Plastik droht, die Meere zu überschwemmen. Ich habe es einmal gesehen in Jugoslawien, vor dem Jugoslawienkrieg, sozusagen als Jugoslawien noch kommunistisch war, da war der Müllhaufen bestand nur aus Regierungszeitungen. Also immer waren die Assoziationen des Bühnenbildes und die Situation, in der man es spielte, stellten Bezüge zur jeweiligen politischen oder Lebensrealität der Menschen her. Und insofern war das heute natürlich auch voller Bezüge. Und diese syrische Fassung, die haben mir geschrieben und Fotos geschickt. Und da liegen lauter Patronengürtel herum auf der Bühne. Also ein ganz klares Zeichen, wo es spielt. Und was sie wegwerfen, sind weniger Dinge, weil die leben ja nicht im Konsumreichtum, sondern Waffen. Also werfen immer mehr Waffen weg. So, die haben es als Friedensstück gespielt. Standing Ovations und Bravo-Rufe bei der Premiere für ein zeitloses Stück, das auch Probleme der Gegenwart aufzeigt.